So, einmal Bowling. Oh yeah, hier mit einer fetten Karre Bowling. Da sollte doch hoffentlich viel möglich sein. Wobei ich nie ganz weiß, bei Bowling mehr so mit Drift oder gucken, dass man halt so seitlich fährt, damit man mehr mitbekommt oder sich wirklich auf die Goldenen konzentrieren. Also, da weiß ich nicht. 275.000 Gold. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich nehme hier mal ein paar mit. Hier mal ein paar. Oh, hier die Goldenen. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Und hier sind doch viel mehr. Es gibt viel mehr Punkte als die Goldenen eigentlich. Hier so zwei schöne Reihen mitnehmen. Bringt das mehr wie die drei Goldenen da. So, hier. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen was ausgelassen. So, punktemäßig sieht es doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, wir machen mal so weiter. Nehmen da noch welche mit. So, aber oh, das reicht, glaube ich, nicht ganz. Oh, die waren ganz schön weit auseinander. So, ja, hier sollte man halt das Driften richtig können. Hätten wir da richtig schön welche mitgenommen. Wow, wow, wow. So, ich drehe mal ein bisschen um. Nimm noch ein paar Punkte mit. So, weil Zeit haben wir. Eigentlich haben wir ja gar keine Zeitbegrenzung. Ach, das zählt gar nicht. Ich war, glaube ich, zu langsam. Das ist ja natürlich auch mies. So, oh, keine Goldmedaille. Aber ganz knapp eigentlich. Na, was heißt ganz knapp? 20.000 circa. Aber gibt. Ja. Kein Gold. Bei 20.000 zu wenig. So, einmal Silber. Ja, bei der einen Stelle da, wo es in den Drift kann man dann in die eine Richtung, da haben wir halt ziemlich viel ausgelassen. Aber ob das 20.000 noch gewesen wären, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wir kehren zurück auf eine der ältesten Rennstrecken der USA, den Sebring International Raceway. So, wir sind mal wieder bei einem normalen Rennen gelandet. Nach dem Verfolgungsjagd, Entscheidungsrennen und dem Bowling mal wieder ein normales Rennen. Können wir jetzt mal gucken, wie viel X5 mit dabei sind. Hier hinten keiner. Neben mir einer. Da zwei. Also insgesamt zwei. Es sind, glaube ich, nicht viele dabei. So, hier mal schön überholen. Oh, 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 nein, nein, nein. Unfair. Ja, toll. Super, und jetzt gleich den hinten rein. Natürlich auch ganz nett. Aber den holen wir noch. So, da vorne der Orange ist, glaube ich, auch noch ein X5er. Das heißt im Grunde genommen, wir sind circa zu viert. Ne, oh, das ist schon cheap. Der Orange. Ja, wir sind, glaube ich, obwohl der vorne, ganz vorne. Ne, ich glaube auch noch ein Jeep. So, oh, bremst halt. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, Junge. Alter, was bremst? Oh, der bremst mir zu viel. Ja, wir sind, glaube ich, nur 3x5er. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Jo, das ist ein Jeep. Alter, wir alle hier rausfliegen. Aber es geht eigentlich. Hier, bam, hier hast du verdient. Hier, die Beschleunigung ist natürlich nicht so perf. Ja, Alter. Kann ich auch mal wieder hier auf der Strecke fahren? Ich meine, der lässt sich jetzt in der Wiese nicht so schlecht fahren, aber Asphalt wäre mir jetzt ein bisschen lieber. Vor allem wegen Beschleunigung und so. Weil wie die alle rausfliegen. Also, ich bin jetzt gerade auch nicht besser, aber die. Die gehen ja auch richtig ab. So, lasst mich einmal innen durch. Ah, Alter, der rammt mich wieder. Gibt's ja nicht irgendwie eine Hupe oder so? Damit ich ein bisschen vielleicht wegscheuchen kann.
So, Platz Nummer 2 schon. Sieht ja richtig gut aus. So, hier hinten auch. Richtig schön. Aber der Platz 1, der ist so ein bisschen davon gefahren. Wenn die anderen so sich gegenseitig bekämpft haben, ist der Kollege ein bisschen abgehauen. So, hier einmal. Das holpert hier immer so ein bisschen. Das sind, glaube ich, so komische Platten oder so. So, come on. Diese Runde noch. Und dann. Ah, schon die Frage, wie weit der weg ist. Zeittechnisch. Aber vielleicht fliegt er ja auch noch irgendwo raus. Wäre eigentlich auch ganz cool. Hätten wir da die Chance aufzuholen und vielleicht sogar überholen. So, oh, da war ein bisschen Wiese mit dabei. Aber dafür früh genug gebremst. So, aber wir kommen ein bisschen näher ran. Glaube ich zumindest mal. So, jetzt sind der... was wackelt da so? Wackelpudding. So, fliegt er raus, fliegt er raus, fliegt er... wir fliegen raus. Oh, da kommt, der fliegt raus. Wir sollten ein bisschen früher bremsen. Wo ich schon relativ früh gebremst habe. Guck mal, wo ich schon bremse. Also, ich bremse mal direkt hier. Ist ein bisschen zu früh. Mann, da sind wir jetzt auch ein bisschen zu langsam, weil der kürzt euch auch sogar ein bisschen ab. Dadurch. Was ja eigentlich auch ein bisschen mies ist. Und da ist er trotzdem noch in Führung. Aber die Bremsen sind, glaube ich, generell nicht so gut. Beziehungsweise, ja, halt, klar, die müssen halt ziemlich viel Gewicht und so bremsen, aber sie sind schon anders wie in einem Sportwagen oder so. So, Hütchen einmal mitgenommen. Komm, den kriegen wir doch noch, oder? Wobei in der letzten Kurve wird es ein bisschen schwierig. Die kann ich auch nicht so gut fahren. Hier ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, hier kann ich ein bisschen abkürzen. Ja, sehr gut. Wir sind vorne. Oh ja, yeah. Das sieht gut aus. Das sieht doch mal sehr gut aus. Wobei die Kurve jetzt auch nicht elegant war. Aber trotzdem, der bekommt uns nicht mehr. So, meine Beschleunigung tut mir ja auch nicht schlecht abschließen. Jetzt nur noch hier einmal die Kurve. So, einmal hier schön innen rum und... dann ist die Sache gebongt. Über die Ziellinie. Ja. Schön auf Abstand. Aber auch nur im letzten Drittel von der Strecke geschafft. Also war es schon doch einigermaßen knapp.